So Leute, ich bin's wohl der Flassfi bei einem ganz neuen Let's Play, nämlich Tomodachi Life. Und ich werde das Ganze einfach mal jetzt als erstes Projekt mit meiner Capture Card machen. Ich muss schauen, wie ich es aufziehe. Ich denke, ich werde das so machen, dass ich wöchentlich ein bis zwei Parts raushaue. Und ja, ich würde sagen, alle, die einziehen möchten, können mir entweder QR-Codes von ihrem Mii schicken, am besten Tomodachi QR-Code, oder mir halt ein Bild von sich schicken, sodass ich sie nachbastel. Aber naja, erwartet, dass ich dann ab und zu mal ein bisschen gemein sein könnte. Naja, auf jeden Fall starten wir. Eine paradiesische Insel mitten im blauen Ozean. Diese Insel ist nur für dich gemacht, aber sie hat doch keinen Namen. Wie soll deine Insel heißen? Nennen wir sie Independ. Das passt nicht, oder? Independen. Independen. Independen-Insel. Ach komm, weißt du, wir nennen die jetzt einfach Independen-Insel. Independen-Insel. Independent, ein fantastischer Name, hört sich wirklich an wie irgendeine Insel, aber ist egal. Ab heute bist du der neue Verwalter von Independent. Und dein Ebenbild beginnt hier sein neues Leben als erster Einwohner der Insel. Zuallererst solltest du aber ein Mii erstellen, das so aussieht wie du selbst. Ich mach mal eins aus dem Foto. Ich bin sehr gespannt. Ah, erst einige Voreinstellungen, okay, ich bin männlich. Ich würde sagen, die Hauptfarbe habe ich. Ich habe so braun-grünliche Augen. Haarfarbe ich braune. Frisur habe ich eher so. Gibt es einen Undercut? Einen Undercut gibt es nicht wirklich. Aber nehmen wir einfach mal das. Okay, helle Umgebung, sichtbare Augenbrauen. Ich habe vermutlich keine helle Umgebung, einfach mal. Aber okay. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich glaube, das hat man gerade in auf. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nur auf dem 3DS gehört hat oder auf der Aufnahme oder wie auch immer. Ist auch egal, dieses Klicken. Das Mii wird erst. Süß. Nein. Ich nehme mal mein Flash TV Mii, also. Das lassen wir mal lieber mit den Fotos. Nee, das sieht einfach nicht schick genug aus. Nee, das finde ich nicht gut. Wir importieren mich aus dem Mii Maker. Mii Maker, Einwohner, hier. Ja, das passt so, das passt alles so. Das ist ja alles schon voreingestellt. Mein Name. Flasti. Flasti. Flasti Flo. Okay. Ich bin am 31.12.1997 geboren. Lieblingsfarbe blau. Passt, 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 passt. Okay, eine Stimme. Ich bin Flasti Flo. Alle nennen mich nur FlastiV. Mein Geburtstag ist der 31. Dezember. Ja, das passt, nein. Ich bin Flasti Flo. Alle nennen mich nur FlastiV. Das, nee, dieses Flasti-Flo passt irgendwie nicht. Flast. TV. TV. Okay, das Ich passt bin wohl eher. FlastiV. Alle nennen mich. Ich bin FlastiV. Ich bin FlastiV. Ja, Alle nennen so mich eine nur. Stimme habe Ich ich. bin FlastiV. Alle nennen mich nur Ja, FlastiV. so Ich in bin Ordnung. Ich will FlastiV. hier jetzt nicht zu sehr rumfricken an den Einstellungen. Bestimme nun die Persönlichkeit deines Mii-Charakters durch Festlegen der Einstellungen in den einzelnen Kategorien. Doch nur speichern, wenn du alle Einstellungen vorgenommen hast. Aber natürlich, ich handle eher so ein bisschen schneller. Spricht eher. Ich spreche doch eher sanft. Ich bin dann doch eher lebhaft. Denkweise ist eher so, ja, Mitte, aber mehr sorglos. Insgesamt bin ich doch ganz schön speziell. Dieses Mii speichern und was kommt bei raus? Mal schauen.
Der ruhige, gemächliche Typ. Erster Eindruck ausgeglichen. Charakter entspannt, unbedarft, feinsinnig, ehrlich, aufmerksam, freundlich. Entspannter, locker Typ. Lebt unhektisch in einem eigenen Tempo. Macht sich allerdings auch über viele Sorgen. Passt das zu mir? Ich weiß nicht. Was meint ihr? Schreibt's mir mal in die Kommentare, ob das zu mir passt. Ich denke ja. Dein Ebenbild ist fertig. Hoffentlich wird Philosophy sich auf Independent auch wohlfühlen. Aber sicher wird er das. Gerade war das Apartment-Haus fertig, in dem Philosophy wohnen wird. Sehen wir uns doch einmal an. Okay, dann besuchen wir es einmal. Der Anfang ist jetzt noch etwas, ja, etwas gewöhnungsbedürftig, sag ich mal, bei diesem Spiel. Lass mal Philosophy in sein Zimmer. Berühre betreten, um selbst ins Zimmer zu gehen und es herauszufinden. Ich würde sagen, das, was er immer macht, sich ein, was, nein, nein. Vergesst das ganz schnell wieder. Ich bin FlassTV. Nanu, du Hallo. Siehst ja aus wie ich. Nein. Nee, ich bin nicht ganz so, naja, na, ist auch egal. Ich bin nicht ganz so süß, haha. Ich habe Hunger. Was hast du denn? Du hast Hunger, das ist aber fein. Haben wir eine leckere Lasagne für dich, oder was? Yay, ein Shop. Gerade hat der neue Supermarkt eröffnet. Gehen wir hin und kaufen etwas, das FlassTV mag. Ach nee, FlassTV. Ha. Hallo. Wir kaufen einfach mal alles durch hier. Das Geld haben wir. Boah, ein Schnitzel. Boah, geil. Das, boah. Boah, Schnitzel hätte ich jetzt auch gerne. Eine Wurst hatte ich tatsächlich gerade erst. Eine Wiener Würstchen. So, dann geben wir ihm mal das Essen. Wir geben ihm das Essen. Dann kann er dran fressen. Die Symbole im Fenster in der Apartment zeigen dir, wenn ein Mieter eine Hilfe braucht. Ob da wohl jemand Hunger hat? Nein, er hat es uns nur vor einigen Sekunden gesagt. Aber ist auch wurscht, ne? Ja, ja. Hallihallo, schön dich zu sehen. Ja, schön mich zu sehen, danke. Mann, hab ich einen Hunger. Okay. Willst du jetzt was fressen haben, oder was? Du kannst jetzt das Geschenksymbol verwenden. Berühre dieses Symbol, wenn du einem mir etwas geben willst. Aber natürlich, das werden wir tun. Und du kriegst einen lecker Schnitzel, weil ich jetzt richtig Bock habe. Zieh das Essen mit dem Touchpans FlassTV und gib es ihm. Wir geben es ihm richtig. Guten Hunger, Bro. Das fand er absolut lecker. Könnte ich sein. Löse die Probleme des Mii-Charakters und seine Friedenszeit steigt an. Sind deine Mii-Charaktere stets zufrieden, wird er sicher auch Gutes widerfahren. Gewacht, nicht jedes Mii hat dieselben Vorlieben. Was das eine Mii glücklich macht, könnte das nächste ganz grausig finden. Überleg dir stets, welches Geschenk dem Mii gefallen könnte und schau, wie sehr ich kann ihm ersprechen, wie sehr seine Zufriedenheit steigt. Na, was willst du denn jetzt? Huch! Sieht aus, als ob FlassTV noch etwas auf dem Herzen hätte. Hör dir doch gleich mal an, was er zu sagen hat. So ganz allein auf der Insel ist doof. Ich wünschte, ich hätte Gesellschaft. Oh yeah, die kriegst du. FlassTV... FlassTV braucht ganz dringend einen Freund. Ich brauche Freunde, ich hab keine. erstellen wir doch noch ein Mii. Zum Beispiel das Ebenbild eines Freundes oder Familienmitgliedes. Und zwar, da werde ich einen nehmen, den ich als QR-Code habe. Warte mal. Ach, Kacke. Oder? Warte mal. Das geht noch gar nicht, ne? Nee, ich möchte keinen. Aus dem Mii-Maker möchte ich keins. Vom Formbeginn. Ich will eigentlich einen QR-Code einscannen, aber das geht momentan noch nicht. Von da... Warte. Dann importiere ich erstmal jemand anderen. Und zwar den erstelle ich kurz mal aus dem Foto. Wenn das geht. Okay, wir bestimmen erstmal die Voreinstellungen. Der hat eher so eine Farbe. Der hat braune Haare, den ich mache. Der hat, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, was für eine Augenfarbe er hat. Achso, Haarfarbe. Nee. Haarfarbe, Frisur. Welche Frisur nehme ich denn da am besten? Was hat er denn für eine Frisur? Wie kann ich die am besten gestalten? Hier, so eine Frisur hat er. Nein, Spaß, so eine hat er nicht. Wie gestalte ich die am besten? Ich hatte schon mal das perfekte Mii für ihn, aber... beziehungsweise die perfekte Frisur für ihn. Aber, das ist leider... etwas
blöd. Wir nehmen einfach mal die hier. Ja, es passt so ungefähr. Ja, doch, das passt ungefähr. Und da probiere ich jetzt mal. Ich möchte aber die Außenkamera verwenden. Und da gucke ich einfach mal, was er mir daraus zaubert. Ja, es ist der Lieblings-Noob Konrad, den ich mir mal auf meinen Computer gezogen habe. Und wo ich sehr gespannt bin, was der Meme-Maker daraus macht. Ich denke aber, ich werde ihn eher selber erstellen müssen. Okay, was haben wir hier für eine Auswahl? Das ist total der Lieblings-Noob Konrad, aber nein, das lassen wir mal lieber aus dem Foto. Da mache ich den doch lieber etwas selber. Ich glaube, das könnte bedeutend besser aussehen. Aber mal schauen, was sich da so Feines kreieren kann, vom Vorbeginn. Aber die Frisur passt ungefähr, also eine bessere Frisur finde ich für ihn nicht. So, eher so die. Ja, so ein bisschen hier. Ja, doch. Wobei, warte mal. Gebe ich ihm eher das oder gebe ich ihm eher das? Ich glaube, ich gebe ihm eher das. Dann die Haare, die ich gerade schon hatte für ihn. Wo sind sie jetzt hin? Ja, ja, der Lieblings-Noob Konrad. Nur der Konrad. Da kriegt er einmal. Dann. Ich müsste ihm eigentlich noch so ein Pickel verpassen, aber ich habe hier, glaube ich, keine Pickel zur Verfügung. So, eher. Nee, das sieht eher traurig aus. Ja, die Augenbrauen. Bisschen größer? Nee. So passt das ungefähr. Die Augen. Ja, das sind Konrads Augen, definitiv. Nee, warte mal. Na, welche Augen geben wir ihm denn da? Geben wir mal die normalen Augen. Die Augen sind eher so blau, ne? Ja, ich würde eher sagen, so ein Türkis. Dann eine dicke, fette Nase. Kriegt eine recht normale, ausnahmsweise mal. Ja, passt so. So. Das fette Grinsen muss sein. So fett dann doch nicht. Das war's mal so. So, ganz wichtig, die Brille natürlich. Die ist wohl das Wichtigste bei Konrad. Ja. Ja. Eher die oder eher die? Eher die. So, bei Konrad weiß ich nicht. Ich kann nicht sagen, wie groß Konrad ist, aber wir machen einfach mal so. Vorname. Lieblings. Noob. Liebling Noob. Oh, da fehlt ein S. Sag mir das doch mal jemand. Lieblings Noob. Okay. Nachname Konrad. Spitzname ebenfalls Konrad. Konrad, du der Konrad. Dann bräuchte ich noch die Farbe. Seine Lieblingsfarbe weiß ich leider nicht, aber ich glaube, die ist tatsächlich rot. Wenn nicht, korrigier mich bitte in den Kommentaren, Konrad. Ich kann das noch ändern, also ist kein Problem. Bei den Geburtsdaten, das muss, gucke ich mir mal vom Facebook ab, da weiß ich auch nicht so hundertprozentig, ob das stimmt, aber bei dir stand es genau zum Glück. Von daher kann ich auch dein genaues Geburtsdatum angeben. Das ist der 15.02.82, du alter Sack. Konrad, ich hab dich lieb. Ist nicht so gemein, das weißt du ja. So, dann noch die Stimme. Ich bin Lieblingsnob Konrad. Konrad hat eine R. Ich bin Lieblingsnob Konrad. Ich bin Lieblingsnob. Ich bin Lieblingsnob Konrad. Alle nennen mich nur Konrad. Ja? Tag ist der 15. Ich bin Lieblingsnob Konrad. Ja, so ungefähr. Nein.
Ich bin Lieblingsnoob Konrad. Alle nennen. Ich bin Lieblingsnoob Konrad. Ich bin Lieblingsnoob Konrad. Ich bin Lieblingsnoob Konrad. Ja, so ist okay. Ich bin Lieblingsnoob. So ist okay. Handelt schnell, spricht doch eher. Er spricht eher sanft eigentlich. Naja, so ein Zwischending nehmen wir eher direkt. Ist recht lebhaft, ist doch recht sorglos und ist sehr speziell. Das sollte passen. Dieses Mi speichern wir ab. Aber natürlich. Konrad ist lebhaft, erster Eindruck offen, Charakter intuitiv, vital, impulsiv, optimistisch, begeisterungsfähig. Energiegeladener Typ, der nicht zu stoppen ist, wenn er etwas einmal angefangen hat, handelt oft ohne viel darüber nachzudenken. Ja, das ist der Konrad, ich würde schon sagen. Konrad ist wohl gerade hier eingezogen. Natürlich ist er das. Aber ich würde sagen, da machen wir im nächsten Part weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Naja, ich freue mich, wenn ihr weiter hineinschaltet. Ich hoffe, dieser erste Part hat euch gefallen. Ich finde das Spiel unglaublich cool und lustig. Und ich hoffe, ihr ebenso. Und ich hoffe, ihr schaltet regelmäßig ein. Kommentiert, abonniert, teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Und gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, euer Flastwi.